Heute ist ja schon Donnerstag und bald steht auch schon das Wochenende vor der Tür. Die Wetteraussichten sind gar nicht mal so schlecht. Wie wäre es mit einem Spaziergang im Wald? Vielleicht für die Tochter einen Pfeilbogen bauen, für den Sohn eine Waldhütte. Und vielleicht haben sie ja sogar Glück und das ist noch ein Förster im Wald, der Holzspäne macht. Und der ist der wunderbare Geruch, der sich verteilt. Und genau um die Holzspäne geht es heute. Die kann man nämlich auch intelligent einsetzen. Und zwar heizen. Zum Heizen, also heizen mit Pellets. Und genau um das geht es heute. Mobil heizen mit Pellets. Mein Name ist Olivia Guller. Ich bin von der Stiftung Klick und ich führe Sie heute 1,5 Stunden durch den Webcast. Mit mir dabei, extra für Sie, sind zwei Experten und Expertin. Und bevor ich unsere Referenten und unsere Referentin vorstellen, tun ich euch noch ein paar Formalitäten in diesem digitalen Raum zeigen, damit wir uns ja auch miteinander zurechtfinden. Jetzt hoffe ich, ihr seht meine Präsentation. Ich teile sie jetzt. Sehen Sie die? Nicht? Okay. Dann versuche ich es nochmal. Und jetzt? Wunderbar. So. Es braucht auch ein bisschen länger als Ad-hoc, merke ich, in diesen Webcasts. Technik ist doch nicht so schnell, manchmal wie der Mensch. Es sind kleine Hinweise, damit wir uns alle wohl fühlen miteinander. Sie haben gemerkt, ich habe sie zu Beginn alle stumm geschaltet. Das geht nicht darum, dass ich sie möchte plagen, sondern es geht darum, dass wir kein Hintergrundgeräusch haben und dass sie auch optimale Soundeinstellungen für sich haben. Aber wenn Sie etwas wollen sagen wollen, und dann kommen wir schon zum nächsten, dann würde ich Sie bitten, wir haben einen Chat und der ist gerade oben rechts. Das sehen Sie, ist der dritte Punkt oben rechts. Und da können Sie Ihre Fragen reinschreiben. Wir werden am Schluss auf Ihre Fragen eingehen. Dann, wir fänden es gut, wenn Sie das Video eingeschaltet lassen würden. So haben wir auch das Gefühl, dass wir wirklich vor einem Publikum stehen und nicht nur zum Computer reden. Ein- und ausschalten können Sie die Kamera unten, haben Sie die Symbole und auch das Mikrofon. Dann, wenn es dann zur Fragerunde kommt, dann ja, gibt es sicher auch ein Gespräch und eine Diskussion und dann können Sie dort auch das Mikro ein- und ausschalten. Die Kamera auch, falls Sie sich wollen. Ausschalten ist natürlich erlaubt. Dann, wir würden den Vortrag dann auch im Nachhinein Ihnen zuschicken und wir nehmen auch das Webcast aufnehmen, wenn das vor allem in Ordnung ist. Und sonst können Sie es mir in den Chat schreiben. Ist es für Sie auch gut, wenn wir unser Webinar heute in Schweizerdeutsch führen? Oder würde sich jemand wünschen, dass es hier auf Hochdeutsch wäre? Dann bitte jetzt das Mikrofon einschalten, wäre erlaubt. Okay, dann gehe ich davon aus, es ist für alle in Ordnung. Bei technischen Problemen habe ich Ihnen auch extra noch ein Mail gemacht. Ist mein Arbeitskollege, der Herr Andreas Felix von der Stiftung Klick, sehr gerne für Sie da. Können Sie ihm schreiben und er hilft Ihnen weiter. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu der Agenda. Ich nehme an, Sie sind alle sehr gespannt. Wir starten heute mit dem Gregor Lutz von Holzenergie Schweiz. Er wird über die Vorteile der Pelletheizungen erzählen. Auf ihn folgt Martina Caminada von ProPellets. Sie wird Ihnen erzählen, was die Pellets so an für sich haben. Und ich kann Ihnen sagen, das könnte noch das Modewort vom Jahr in der Umweltbranche werden. Wartet Sie ab. Gerade zu Beginn habe ich Ihnen noch eine gute Botschaft vorweg. Nämlich, mobile Pelletheizungen können mit den Marktpreisen von gängigen Heizungen mithalten. Und das dank unserem Förderprogramm, das Ihnen zum Schluss der Jonas Haller von der Stiftung Klick wird vorstellen. Und sehr gern übergebe ich jetzt auch das Wort an Herrn Gregor Lutz. Und er führt Sie dann auch für die Thematik Holz und mobile Heizungen. Viel Spaß. Geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich sehr auf die Austauschrunde, die auf die Präsentationen und auch Gelegenheit, wirklich zu den mobilen Pelletheizungen. Ich kann jetzt sagen, auch einen Überblick zu machen über mobile Pelletheizungen und Anwendungsbereich.
Schauen, dass die Präsentation aufgeschaltet ist. Ich hoffe, Sie sehen sie alle. Mein Name ist Gregor Lutz. Ich bin Projektleiter bei Holzenergie Schweiz im Dachverband der Holzenergiebranche. Wir beschäftigen uns mit allen Formen von Holzheizungen, Stückholz, Schnitzel, Pellets. Mein Bereich, wo ich mich vor allem beschäftige, ist mit Holzschnitzelheizungen, mit Holzwärmeverbünd auch. Und mobile Pelletheizungen sind für mich jetzt eher, sagen wir, ein Randbereich, aber ein interessanter Bereich, weil er auch in den letzten Jahren sehr aufgekommen ist. Und ich freue mich mit Ihnen jetzt, den Marktüberblick oder auch den Überblick, was für System das wir haben, jetzt zeigen. Zuerst als kleine Einführung. Wir sind erst am Anfang, wenn es darum geht, die Energiewende beizuführen. Ist ein bisschen plakativ, aber wenn es um Unabhängigkeit geht, dann kann man in der Schweiz nicht sagen, dass wir energiemässig unabhängig sind. Im Gegenteil, 3/4 von der Energie, die wir in der Schweiz brauchen, wir importieren. Die Hälfte davon, das ist der Kuchen, den Sie hier rechts sehen, ist Öl, Erdöl, also das ist ein rechter Teil Treibstoff, Benzin, Diesel, Kerosin und dann ist ein Teil Heizöl. Dann haben wir einen rechten Teil Erdgas, den wir inzwischen schon brauchen. Und zusammen mit dem Teil vom Uran, von den Kernkraftwerken bei der Elektrizität, ist das eben rund 3/4. Vom restlichen Viertel, wo noch erneuerbar ist, also das ist nicht viel, aber immerhin, ist der grösste Teil Wasserkraft wie die Elektrizität. Und die zweitwichtigste Erneuerbare ist die Holzenergie, der vom Energieverbrauch her, wo dann da schon im Teil Rest enthalten ist, aber wo dort den rechten Teil ausmacht. Vorteil von der Holzenergie oder wieso sollte man überhaupt mobile Pelletheizungen nutzen? Holz ist erneuerbar, es wächst im Wald nach. Und das ist auch eine beträchtliche Menge, also es sind rund 10 Millionen Festmeter, also Kubikmeter Holz, die pro Jahr im Schweizer Wald wachsen. Wenn man genug Zeit hat, kann man bei dem Wachstum auch zuschauen. Also jetzt im Frühling, wo es richtig losgeht, wird es interessant. Und das ist die Menge, wo man quasi, wo man als Zuwachs, von dem einen grossen Teil nutzen können und wo man auch wesentlich weniger nutzen in der Schweiz. Sehr wichtig finde ich auch bei der Holzenergie, im Gegensatz zum Öl und Gas, der grösste Teil der Wertschöpfung und damit auch Arbeitsplätze in der Region und auch im Inland, also beim Energieholz ist es 95% und beim Öl geht 60 Franken von 100 gehen ins Ausland. Beim Erdgas ist es sogar noch ein höherer Anteil. Also mit Holzenergieanlagen fördern wir aktiv die regionale Wertschöpfung, oftmals auch in ländlichen Gebieten, in Randregionen, wo es sowieso wichtig ist, zum Arbeitsplätze erhalten und fördern. Wenn Sie können auswählen können, wo Sie den Energieträger herhängen, dann denke ich, ist es am naheliegendsten, am sympathischsten, am ökologischsten, den beim Förster zu beziehen, in Form jetzt da von der Holzschnitzel oder eben von den Pellets aus der Schweiz. Vom Stückholz und nicht aus den Krisenländern, wo dann damit auch schwierige Situationen und Kriege teilweise auch mitfinanziert werden. Darum Holzenergie aus der Schweiz, auch für die Unabhängigkeit. Wenn wir schauen, wie viel Holz das man nutzt, dann ist man in 2019, die letzte aktuelle Zahl, ist man bei 5,3 Millionen Festmeter Energieholz gewesen pro Jahr. Also das sind alle Sortimente von Waldholz, Altholz, Pellets, Stückholz, wo wir da zusammen haben. Und wenn wir sehen, dafür ein Potenzial, das noch vorhanden ist, dann sind noch 2,7 Millionen Kubikmeter zum jetzigen Stand vernünftig wirtschaftlich nutzbar. Also das heisst, rund nochmal die Hälfte von dem Holz könnte man sicher nochmal nutzen und dann so 8 Millionen Kubikmeter als mögliches Nutzungspotenzial. Im Vergleich, im Schweizer Wald wechselt eben 10 Millionen Festmeter pro Jahr Holz nach. Von dem geht natürlich ein Teil auch ins Bauholz, in die Sägerei. Aber da können wir immer auch noch etwa 1 Million Kubikmeter mehr nutzen. Kommen wir mal zu den mobilen Heizungen.
Da wird Ihnen auch verschiedene Einsatzbereiche und verschiedene Modelle zeigen. Da haben wir jetzt einen typischen Bereich für eine Übergangsbeheizung, wo man auch für Bauausrechnung einsetzen kann. Weise sieht man die mobile Heizung auch in Container, wo man schnell kann stillen kann. Da haben wir jetzt zwei Standardcontainer. Der Vordercontainer ist, Sie sehen es oben dran, mit der Befüllstutze, das Pelletlager. Wo man Pellets lagert und der Hintercontainer ist nachher mit den zwei Pelletheizungen, wo Sie die Creme oben sehen, die 56 Kilowatt und wo so 112 Kilowatt Leistung möglich sind. Das ist jetzt im Einsatz für eine Übergangsbeheizung von einem Wärmeverbund. Wenn man die Typen von mobilen Heizungen gegenüberstellt, ist eines der wichtigen Kriterien, ob sie Wasser oder Luft geführt sind. Wasser geführt heisst, dass die Wärme von den Pellets im Kessel wird aufs Wasser übertragen. Und Luft geführt heisst eben, die Wärme wird auf die Luft übertragen. Wir sehen dann nachher da auch in den Anwendungsgebieten. Im wassergeführten Modell haben wir jetzt hier eine kleinere Heizung mit Pellets. Innen dran sieht man den Wärmespeicher, den es dann optimalerweise auch braucht. Da haben wir jetzt eine größere Heizung, 250 oder 300 Kilowatt. Ich muss jetzt anschauen, welche Größe, wo wir jetzt hier Wasser geführt haben und nachher aufs Wasser geht. Da haben wir jetzt luftgeführte Modelle, sind auch wieder im Container drin. Und da haben wir jetzt so ein fahrbares Modell, das ist jetzt zum Beispiel von der Firma Mobile Intime, wo man dann da die Luftansaugung ist und dann wird die Warmluft rausgeblasen und wird dann zum Heizen von der Festzelt oder soll durch allerlei Anwendungszweck braucht. Wenn man die verschiedenen Einsatzbereiche hat von den Pelletheizungen, dann ist ein Haupteinsatzbereich ist Bauausrechnung. Da gibt es luftgeführte Variante, dass man quasi über das bestehende Bodenheizungssystem oder luftgeführt Bauausrechnung über Einblasung von Heißluft den Bau ausrechnet. Also beide Varianten sind im Einsatz. Dann für Bauarbeiten, Bau- und Fassadenbelüftung, wo man dann luftgeführt Luft einblasen, dass man auch im Winter auch gut weiterbauen kann oder dass man dann eben auch nachher Bauausrechnung weitermacht. Übergangsheizung bei grösseren Wärmeverbünden ist auch ein Thema, wo immer mehr aufgekommen ist die letzten Jahre. Wo dann wassergeführte Modelle im Einsatz sind. Da geht es darum, wenn ein Wärmenetz schon vorher mal gebaut wäre, sei das, weil gerade eine Strassensanierung angefallen ist, weil es Kunden haben, wo die Heizung früher ausgestiegen ist, dass man die kann als Wärmenetz anschliessen, wo die Heizzentrale erst später in Betrieb genommen wird, werden oft Übergangsheizungen eingesetzt und die sind dann wassergeführt. Da baut man dem Fahrer meistens schon das Wärmenetz und kann es dann gerade auf die Übergangsheizung anschliessen. Dann die Variante Notheizung. Wenn beim Kunden die Heizung aussteigt, er will noch nicht gerade sanieren. Vielleicht gerade jetzt im Frühling und er wird die Sanierung erst gerne im Herbst machen. Dann kann man eine Notheizung installieren mit Wasser geführt, die dann die normale Funktion von einer Heizung für die Zeit übernimmt. Festzelt und Eventbeheizungsbereich, wo dann luftgeführte Geräte im Einsatz sind, um mit Warmluft die Beheizung der Zelt übernehmen. Heutrechnung sehr ähnlich wie eine Festzeltbeheizung, einfach dass man mit warmer Luft heute rechnet. Wenn es schneller mal geht, durch die Zeit, wo es schlechtes Wetter ist. Ein Frostschutz in der Landwirtschaft ist gerade im Moment sehr aktuell, die letzten Tage. Wenn es eine Temperatur unter dem Gefrierpunkt gibt, wie jetzt, deutlich unter dem Gefrierpunkt, wo die Blüten kaputt gehen, kann man mit der mobilen Pelletheizung so dann auch die Blüten schützen, dass dann auch der Ertrag mindestens teilweise gewährleistet bleibt. Da gibt es auch Pelletfackeln, aber auch mobile Pelletheizungen mit Einblasung von Warmluft. Oder dass man den Wasserleitungen verleitet.
Da habe ich jetzt ein Beispiel bei Ausrechnung. Das ist jetzt von Zug, wo man rechts sieht, dass viele Ziele aufgestellt ist. Da hat es jetzt ein bisschen mehr Kapazität. Man hat jetzt hier auch drei Warmluftheizungen. Also das ist jetzt ein grösserer Bau. Ich glaube, pro Mehrfamilienhaus ist da eine Heizung, die aufgestellt wird. Man sieht dann, dass da unten bei der Austragung kommen nachher die Pellets auf Saugsonde und werden dann gesogen zu den einzelnen Warmluftmodulen und verbrennt und dann geht die Wärme auf die warme Luft und wird nachher mit den Schläuchen, die Sie da hinten sehen, ins Gebäude hineingeblasen. Ein anderer Bereich ist die Eventbeheizung, sehr ähnlich vom technischen Prinzip wie vorher. Wir haben jetzt hier hinter diesen Männern haben wir mobil Pelletheizung Silo, also die Silos zum Pellet zwischenlagern. Nachher geht es dann sehr wahrscheinlich auch damit, nein, nicht wahrscheinlich, sondern sicher mit Zugsonde, geht es nachher in die zwei grossen Warmluftmodule, wo dann dadurch ordentlich viel Warmluft in die Festzeltheizung brauchen. Ich glaube, das ist noch zu Zeiten vor Corona, wo man in den Lauberhorn abfahrt, mit mobilen Heizungen Festzelt geheizt hat. Und etwas zu den Grundlagen der mobilen Pelletheizungen. Pro Container ist so typischerweise 50 bis sogar 450 Kilowatt Leistung möglich. Also 450 ist dann schon sehr gross, da müssen dann schon größere Container sein. Die größeren Leistungen müssen dann einfach mehrere Heizcontainer sein, die man aufstellt. Die Pelletlager sind fast immer in einem eigenen Container oder eben in so einem Höchsilo, wo man es dann einblasen kann. Die Schickung der Kessel passiert meistens über Saugsonde, also sehr, kann man sagen, fast gleich wie bei normalen Pelletheizungen. Und wenn man wassergeführte Anlage hat, braucht es eben auch Platz für einen Wärmespeicher und für die Expansion, die man einrechnen muss. Wobei die Wärmespeichervolumen sind nicht immer so gross jetzt wie bei fix installierten Heizungen, weil es ja dann nur eine Übergangsbeheizung meistens ist. Aber wir sagen, Wärmespeicher machen sicher auch Sinn bei einer mobilen Heizung. Jetzt haben wir jetzt einen Aufstellungsplan, einen Grundriss von einer mobilen Pelletheizung als Übergangsheizung. Das ist ein Standardcontainer. Ich glaube, es sind 6 Meter Länge, haben die üblicherweise. Wir haben hier 200 Kilowatt Heizungen. Wir haben nachher einen Wärmespeicher und eine Expansion im gleichen Container enthalten. Und nachher geht es vom Pelletzieler, vom kleineren Container mit Zugsonde, während dann Pellet gesagt zu den zwei Heizungen. Der Speicher hat jetzt hier 2300 Liter. Das ist fast eine Vorschrift jetzt für stationäre Heizungen von 25 Liter pro Kilowatt. Da ist jetzt ein Beispiel bei Ausrechnung vom Strassenbau, wo man sehen. Man sieht jetzt da vor allem im Vordergrund das grosse Silos, Pelletsilo, den Zugsonde wieder, wo es dann auf das Warmluftgerät geht und mit der Schläuch, mit der Warmluftschläuch nachher ins Tunnel, um da Strassenbautunnel fertig zu rechnen. Ein anderer Bereich ist eben die Notheizung, wie ich gesagt habe. Wenn jetzt da ein Beispiel eine fahrbare, kleinere Heizzentrale mit Pellets mit 70 Kilowatt Wärmeleistung, wo man genau gleich wie eine mobile Ölheizung schnell kann stillen kann. Hat schon integrierte Pellet-Tankraum und ist eben für den ökologischen Betrieb von einer Notheizung jetzt Ding. Sicher sehr schnelle, stellbare Variante, die dann auch sehr schnell mal gehen, in den Einsatz kommt. Dann haben wir mobile Pelletheizungen Heutrechnung. Da sehen wir Silos sehr wahrscheinlich aufgestellt. Da ist das Warmluftmodul, wo nachher die Warmluft in den Heustock aufblasst. Wenn es mal sehr schlechtes Wetter ist und man doch mal rechnen, ist das sicher eine optimale Möglichkeit. Noch ein paar Daten zu den Heutrechnungen, die wir sehen. Das ist jetzt 150 Kilowatt Wärmeleistung. Heizung da.
etwa 8500 Kubik Luft, die da umgewälzt wird pro Stunde. Wir haben 50 oder 100 Wir haben 50 oder 100% Leistungsstufe. Und haben jetzt bei den Silos, bei den Hochsilos, gibt es zwei Volumen, die man wählen kann. 6 oder 16 Tonnen, lieber Inhaltsvolumen. Ja, das sind so ein paar technische Daten zu der Heutrechnung. Vorteil von der mobilen Heizung ist jetzt moderne und bewährte Technik. Also in den letzten Jahren ist da viel gegangen, auch der Markt ist deutlich grösser geworden. Also man kann jetzt sagen, dass man da auf eine sehr bewährte Technik sitzt bei den mobilen Pelletheizungen. Mit hoher Flexibilität, mit den verschiedenen Containergrößen und Leistungsgrößen, CO2-neutral. Gerade für den Bereich Gewässerschutz ist keine Bewilligung nötig mit den Pellets, im Gegensatz zum Öl. Man hat eine einfache Bedienung, zu dem komme ich dann nachher noch, auch in Überwachung, Fernüberwachung von der Anlage. Jetzt für Firmen, die so eine mobile Pelletheizung betreiben wollen, ein Kunde von mir, das ist eine zukunftssichere Investition. In der Zukunft sicher auch der Bedarf an erneuerbare mobile Heizungen zunimmt. Und für Kunden gibt es inzwischen auch eine genügend grosse Auswahl an Lieferanten und Vermietern, dass man da auch auswählen kann. Und Stiftung Klick macht die Förderung auch, bewirkt, dass die mobile Heizungen kostengünstig und konkurrenzfähig sind. Wenn es Vorteile gibt, würde ich doch auch noch auf den Nachteil kommen. Wenn man jetzt gerade sehr grosse Leistungen mal überbrücken, gerade jetzt sagen wir im Megawatt-Bereich, dann braucht es doch sehr viel Platz. Im Vergleich zum Öl doch mehr Platz. Also da ist im Gebiet ein paar hundert Kilowatt nicht das Problem, aber wenn es dann in einen größeren Bereich geht, hat da vielleicht eine Frage sein. Gerade in der Startphase, in den letzten Jahren sicher weniger, aber in der Startphase hat es vielleicht ab und zu mal Probleme mit mobilen Pelletheizungen. Aber inzwischen ist da, wie gesagt, eine Standardtechnik, eine bewährte Technik, die genau gleich laufen sollte, wie muss, wie auch eine Ölheizung. Es haben sich dann auch verschiedene Geschäftsmodelle etabliert zu den mobilen Heizungen. Und grundsätzlich geht es meistens ums Rundum-Service-Angebot, gerade für Generalunternehmungen, Bauunternehmungen. Die müssen sich nämlich nachher grundsätzlich um nichts mehr kümmern. Der Lieferant von der mobilen Pelletheizung dort automatisch das Gerät überwachen, automatisch gesteuert mit Fernüberwachung, Fernzugriff, Datenübermittlung, ist dann auch ein Dienst dabei. Und auch der Pellet-Nachschub wird rechtzeitig, muss rechtzeitig organisiert werden, der Eschenpelter gelehrt werden vom Betreiber. Und wenn es einen Alarm ausgibt, wird automatisch auch der Betreiber vom mobilen Pelletmodul den aufgebaut. Normalerweise gibt es eine Abrechnung nach einem Festpreis, Anzahl Miettage oder auch eine Pauschale und dann gibt es noch einen Festpreis pro Betriebsstunde oder allenfalls pro Kilowattstunde Wärmelieferung, je nachdem, ob es Wasser geführt oder Luft geführt ist oder auch pro Kilogramm Pellets, wo abgerechnet wird. Da gibt es diverse Modelle, je nach Anbieter genau. Das ist dann wirklich rundum. Angebot, das dann alles beinhaltet. Dann zum Förderprogramm wird nachher der Jonas Haller von der Stiftung Klick sicher noch deutlich mehr sagen können. Und für die, die interessiert sind, auch mögliche Geräte von mir, da gibt es auf der Seite von der mobilen Heizungen von Klick auch eine Liste. Und da können Sie dann die verschiedenen Vermieter dann auch kontaktieren. Ja, herzlichen Dank fürs Interesse. Das war es zu meinem Teil von der mobilen Heizung. Falls Sie da noch spezifische Fragen haben oder längere, können Sie dann gerne auf mich zukommen. Ich würde jetzt gerne Martina Gaminada. Sie ist Geschäftsleiterin von ProPellets und kennt sich mit den Pellets am besten oder am besten aus. Und sie wird Ihnen jetzt die Grundlage von den Pellets gerne noch im Detail erklären. Merci Martina für deinen Teil.
Grüezi miteinander. Da wäre jetzt also meine Präsentation, aber ich denke, ihr seht die falsche Ansicht. Soll ich ganz schnell schauen? Es ist nämlich wunderbar gegangen in der Hauptprobe und jetzt selbstverständlich nicht mehr, aber das muss so sein, das ist total okay. Martina, ich glaube, du kannst auslesen, welchen Screen das du share. Wenn du eigentlich beim Screen unten auf to share your screen gehst, steht bei Bildschirm das dritte Fenster, das dritte Logo gerade neben dem Mikrofon und Kamera. Dann steht drauf zurück und du kannst auslesen, welcher Bildschirm das soll teilt werden. Ja, genau. Der Jonas ist mein Genie vom Tag. Danke vielmals. Super. Also, genau. Kleine Panne gehört dazu. Mein Name ist Martina Gaminade. Ich bin Geschäftsleiterin von ProPellets. Und ich habe, als ich die Teilnehmerliste gesehen habe, müssen feststellen, dass ein paar von unseren Mitgliedern heute auch dabei sind. Jetzt ist das also ein bisschen Sache. Die wissen wahrscheinlich schon das meiste von dem, was ich heute werde erzählen werde. Das kennen die schon alle in- und auswendig. Aber es gibt doch auch noch ein paar andere Leute hier. Weil ich habe heute den Auftrag gefasst, um euch Details und ein paar Informationen, ein paar spannende Informationen zu Pellets zu geben und warum es auch von der Brennstoffseite her Sinn macht, um auf Pellets zu setzen und vielleicht auch ein paar Argumente mitzuliefern, warum das Pellets eine gute Sache sind. Vielleicht auch ein paar Gegenargumente, wenn Sie mal auf Gegenwind stoßen, wenn Sie mal hören, was, mobile Pelletheizer, ja, nein, aber die Pellets, das ist ja nichts. Und gegen das wird ich, also für das wird Ihnen ein paar Argumente geben heute. Genau. ProPellets, das ist der Verein der Schweizer Pelletproduzenten, Händler und Heizungslieferanten. Wir beraten private wie auch Fachleute beraten zum Thema Pellets. Wir haben Weiterbildungen, die wir organisieren, die heisst Pellet-Experten. Wir sind eine Informationsplattform, auch mit unserer Webseite. Wir haben auf Social Media zwei Kanäle, wir haben schon Kurzfilme gemacht zum Thema. Wir machen eigentlich so ziemlich alles dafür, dass der Brennstoff Pellets im In- und im Inland in der Schweiz bekannter wird. Für den Fall, dass Sie Fragen haben, da wären noch unsere E-Mail-Adresse, unsere Telefonnummern und sonst können Sie die dann selbstverständlich auch nachher noch stellen. Wie der Gregor schon gesagt hat, sind Pellets ein Rohstoff, ein Energieträger, der in der Schweiz anfällt, weil man in der Schweiz den Wald bewirtschaftet. Das Bild zeige ich immer gerne, weil man sieht, in dem Baum drinnen sind eigentlich die Funktionen vom Schweizer Wald zusammengefasst. Also wir haben, der Wald schützt uns vor Naturgefahren, der Wald bietet uns Erholung, wir können wandern, biken. Der Wald ist ein Lebensraum für Pflanzen und für Tierarten und nicht zuletzt ist der Wald natürlich auch ein Raum, also zum Nutzen da. Wir nutzen alle die Rohstoffe, die dort drin sind, sei das Wild, sei das Holz, Lebensmittel wie Pilz, also der Wald wird von uns auch genutzt. Und durch das, dass wir den Wald nutzen und dass er uns muss, die Funktionen geben, müssen wir ihn bewirtschaften und wir müssen ihn pflegen, dass er uns nicht quasi über dem Kopf zusammengeht. Und das heisst, wir kriegen auch Rohstoff daraus raus. Und das ist auch das, was der Gregor Lutz schon gesagt hat, durch das haben wir wie die Wertschöpfungskette in der Schweiz. Wir nutzen den Wald, es geht wie vom Förster über die Holzindustrie, nachher auch bis in die Heizungsindustrie, was wir alles in der Schweiz können, für Wertschöpfung generieren und auch Arbeitsplätze. Da ist noch eine Fokusfolie für den Rohstoff. Wie gesagt, der Wald liefert uns den Rohstoff Holz, wo ins Sägewerk hineingeht. Und es ist noch spannend zu wissen, dass ein runder Baumstamm, den wir einschlagen, wo wir einsagen, der generiert, wenn man ihn einsagt, etwa 40% Holzreste. Wir sagen dem auf keinen Fall Abfall, weil für uns ist das der wertvolle. In der Herstellungsprozess wird das Rohmaterial wird entweder mit einem Lastwagen oder direkt bei der Sägerei, weil ein Haufen Pelletproduktionsfirmen sind gerade auch bei den Sägereien noch zu oder gehören zu den Sägereien. Das Rohmaterial wird getrocknet, wenn es dann getrocknet sein muss. Nachher geht es durch einen Metallabsieber, der die Metallteile absiebelt, weil im Prozess drin gibt es Wärme. Wenn dort ein Funken entstehen würde, wäre das nicht eine so eine gebige Sache.
Dann nach dem Metallabschneider geht es durch eine Hammermühle, dass man das nochmal ganz klein zusammen, dass man auf ein kleines, das sagt man noch, zerkleinert. Dann kommt es nachher in einen Konditionierer, wo es auf die richtige auf den richtigen Wassergehalt konditioniert wird. Und dann kommt es in einen Reifenbehälter, wo es ein Moment wartet, bevor es dann in die Matrizen hineingeht und nachher wie eine Wärmesellpresse eigentlich das Sackmehl verdichtet und zu Würstchen druckt. Und dort ist nachher das, ist der Moment, wo es dann eben heiß wird und nicht gut wäre, wenn Metall im Spiel wäre. Das, also wenn man die Hand unten reinhebt, nachher so eine Matrizen und Pellets in die Hand nimmt, sind die ziemlich heiß, man kann sie fast nicht heben. Und darum kommen die nachher in einen Kühler rein. Dort rein tut man sie abkühlen, dann werden sie abgesiebelt, kommen in ein Pelletsilo, bevor sie nochmal gesiebelt werden, in einen Lastwagen kommen und dann nachher eben zu der Heizung gefahren werden. Das ist der Produktionsablauf von der Pellets. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der immer wieder spannend ist, wo auch in unseren Pellet-Experten-Schulungen immer wieder ein bisschen O- und A-Rufe auslöst. Das ist so ein bisschen das Thema von der Ökobilanz. Und zwar hört man etwa die, ja, Pellets, das ist doch gar nicht CO2-neutral und so gut, wie ihr tun, ist das gar nicht. Und da sind wir froh, gibt es Grafik und Zahlen von der KBOB, das ist die Konferenz von der öffentlichen Bauherren. Und die haben Ökobilanzdaten zusammengefasst, zum einen graue Energie, zum anderen Treibhausgasemissionen und das dritte sind Umweltbelastungspunkte. Und die haben einfach verschiedene Heizsysteme verglichen. Also das ist nicht nur der Brennstoff, sondern das ist wirklich vom Fördern vom Energieträger, von der Produktion, wie es zum Beispiel bei den Pellets der Fall ist, oder eben Förderung und Raffinierung von Heizöl, bis nachher in die Heizung rein, wie viel der Wirkungsgrad von der Heizung und nachher auch die Entsorgung vor allem. Also da ist wirklich alles dabei. Das ist pro Kilowattstunde Nutzwärme. Und da sieht man ein paar Heizungssysteme verglichen und man sieht, wie super das Pellets abschneiden. Also ich denke jetzt einmal, Erdgas und Erdöl steht da sowieso außer Diskussion, weil es sind fossile Energieträger und man sieht, wie schlecht dass sie da abschneiden. Und die beiden Wärmepumpen, da können wir also auch tiptop mitheben. Was man da zu dieser Grafik noch muss sagen, ist, dass es die Rechnung basiert auf dem Schweizer Strommix und der hat natürlich auch Atomstrom drin. Und darum ist die Rechnung so, wie sie da ist, für die Wärmepumpe sieht es so aus, wenn man jetzt eine Wärmepumpe mit 100% Ökostrom, wie es ja eigentlich auch sollte der Fall sein, wenn man möchte sagen, dass eine Wärmepumpe erneuerbar ist. Also wenn die würde mit 100% Ökostrom betrieben werden, sehen da die Balken ein bisschen anders aus. Aber die Zahlen von der KBOB haben wir so unverändert übernommen. Was man auch bei dir gehört, ist, ja, der Pelletpreis, der folgt ja am Ölpreis und so viel Geld spare ich dann ja gar nicht. Und da sieht man jetzt einfach, das ist ein Überblick, die Zahlen, also die Märzzahlen vom 20 sind jetzt da noch nicht drauf, spielt aber auch gar nicht so eine Rolle. Weil was ich mit dieser Grafik eigentlich möchte sagen, ist, dass der Pelletpreis in den letzten paar Jahren immer zwischen 7 und 9 Rappen pro Kilowattstunde war. Das sind Preise, die erhebt das Bundesamt für Statistik, der Landesindex für Konsumentenpreise ist das. Und die Schwankungen, die man sieht beim Pelletpreis, die sind Winter- und Sommer bedingt. Also das ist, im Winter sind Pellets, wenn die Nachfrage höher ist, halt auch Preise höher. Also Pellets sind teurer und im Sommer probiert man halt Pellets ein bisschen günstiger anzubieten. Und da sieht man wirklich die Schwankungen, die das Erdöl macht, sehr markant im 2008 und auch dort Ende 2018, die machen Pellets nicht mit. Also der Pelletpreis folgt nicht dem Ölpreis. Momentan ist der Ölpreis 8,1 Rappen pro Kilowattstunde und der Pelletpreis 7,4. Also man sieht, dass man wirklich mit Pellets über die lange Zeit kann man gut rechnen. Der Preis ist verlässlicher zum Ausrechnen, respektive verlässlicher zum Abschätzen. Und man weiß relativ genau, wie viel das dann wird kosten, wenn man die Brennstoffberechnung machen will. Bei den Emissionen und Luftreinhaltung hören wir auch etwa die, ja, aber es gibt ja Feinstaub, wenn man Pellets und Holz im Allgemeinen verbrennt. Und da ist es einfach wichtig zu sagen, es gibt eine Luftreinhalteverordnung. Und die Werte von der Luftreinhalteverordnung halten Pelletheizungen, moderne Pelletheizungen problemlos ein. Und da sind jetzt einfach verschiedene Holzheizungen miteinander verglichen. Und man muss da fairerweise auch sagen, also alles, was hohe Balken hat, hohe Emissionen hat, das sind alles alte Heizungen. Und das sind, die werden heute so gar nicht mehr eingebaut. Das sind einfach alte Heizungen, die noch im Betrieb sind, die aber demnächst müssen ersetzt werden. Und das ist wirklich zum Zeigen, moderne Pelletheizungen, so wie es eingekreiselt ist, die haben absolut geringe Emissionswerte
enthalten die Grenzwerte von der Luftreinhalteverordnung absolut problemlos ein. Und das gilt auch für mobile Heizungen. Da habe ich auch schon gehört, es gibt eine Messpflicht für die mobile Heizungen. Je nach Kanton, je nach Standort sehen die ein bisschen anders aus. Aber es wird also gemessen und die Grenzwerte, die vorgeschrieben sind, die werden eingehalten. Da haben wir kein Problem. Hier noch ein, zwei Zahlen zum Schweizer Pelletmarkt. Man sieht, der Konsum, der ist in den letzten paar Jahren immer angestiegen, also der Markt wächst. Der ist jetzt bei etwa 350'000 Tonnen im 2020 gewesen. Produktion sieht man, die steigt eigentlich, die Inlandproduktion ist das, die steigt mit. Und was auch etwa die noch ein Vorurteil ist, wo wir hören, ja, ja, und alles, was der Schweizer Markt jetzt noch an zusätzlichen Pellets konsumiert, muss man dann vom Ausland reinholen. Und da sieht man jetzt auch wieder, in den letzten paar Jahren ist der Import von Pellets ist immer etwa um die 60.000 bis 80.000 Tonnen gewesen. 60.000 bis 90.000 Tonnen jährlich. Und der ist nicht im gleichen Maß angestiegen wie der Konsum. Das heisst, alles, was man zusätzlich gebraucht hat, hat man in der Schweiz können produzieren. Und das ist natürlich, das ist mega lässig. Und was man auch sieht, ganz unten, das ist jetzt halt ein bisschen gemein, dass das auf der gleichen Grafik mit der gleichen Skala ist, aber der Verbrauch von der mobilen Pelletheizungen, der ist im 2019, das ist die letzte aktuelle Zahl, die ich habe, ist der bei rund 7'000 Tonnen gelegen. Also man sieht, die mobilen Pelletheizungen brauchen etwa 7'000 Tonnen von den 270'000 Tonnen, die wir insgesamt brauchen in der Schweiz. 250'000 Tonnen, 270'000 sind produziert worden im 2020. Und zum Import kann man vielleicht auch noch sagen, das sage ich später, wo denn der überhaupt herkommt. Keinesfalls aus Russland und in der Schweiz auch nicht aus Nordamerika, so wie es hier jetzt auf dieser Grafik aussieht. Das ist eine Grafik vom Europäischen Biomassenverband. Die erheben jährlich Zahlen, woher das Pellets kommen und wie die Handelsflüsse aussehen. Und man sieht, weltweit ist die EU einer der grössten Pellets-Konsumenten, die es gibt. Und die grünen Balken sind die die Produktion zeigen. Also man sieht, die EU produziert weniger, als das sie bräuchte. Und die Differenz kommt von anderen Orten. Und zwar in dem Fall von Nordamerika, also von Kanada und von den USA. Was aber da auch noch wichtig ist, zu sagen, das sind nicht Pellets, die in den Haushaltsbereich kommen, wie das in der Schweiz der Fall wäre, sondern das sind Industriepellets. Und die Industriepellets, die kommen vor allem nach Großbritannien und nach Dänemark. Dort hat es nämlich alte Kohlekraftwerke, die umgebaut worden sind, auf Biomasse, respektive auf Pellets. Dort werden die Pellets hergefahren, Schiffsladungen, quasi der Jahresverbrauch von der Schweiz geht dort relativ geschwind durch so ein Kraftwerk durch und produziert Strom. Wenn man viel Glück hat, wird auch Wärme noch gebraucht. Aber das ist nicht der Fokus von dem Pelletsverbrauch, wie wir ihn haben in der Schweiz. Das ist auch nicht ja, was man da dazu denkt, das ist jedem überlassen. Ich finde das nicht so eine gute Sache, wenn Pellets gebraucht werden, ohne dass man die Abwärme nutzt. Also, da sind es eigentlich in meinen Augen zu wertvoll dafür. Ich finde, man muss aus Pellets Wärme produzieren. Und da sieht man einfach, welche Länder konsumieren am meisten. Und eben da Dänemark und Großbritannien sind halt einfach am grössten und am dünkligsten eingefärbt, weil sie vor allem die Industrieware brauchen. Deutschland ist auch sehr dunkel und Italien sind zwei völlig verschiedene Märkte. Deutschland ist gleich wie unser Schweizer Markt, also vor allem Haushaltungen. Und Italien hat einen Säckli-Markt, also dort braucht man vor allem die 15 Kilo Säckli, die dann nachher in Öfeli gehen, die einfach im Wohnzimmer drin stehen. Also es hat ganz viele verschiedene Marktsituationen in der Schweiz. Und eben kommen dann halt auch Pellets von verschiedenen Orten daher für die verschiedenen Gebrüche. Und da sieht man noch, das habe ich noch sagen, das ist mir auch immer wieder, liegt mir am Herzen, dass man das sagt, die 77% Pellets, die wir in der Schweiz, also von den Pellets, die wir in der Schweiz brauchen, sind 77% aus der Schweiz und die restlichen werden importiert. Und von dem Restimport quasi ist fast 99% kommen aus den Ländern, die hier dunkel eingefärbt sind und uns, sind unsere direkten Nachbarn, Frankreich, Deutschland und Österreich. Also wirklich, die Pellets, die zu uns in die Schweiz kommen, kommen von unseren Nachbarn. Und das finde ich schon noch wichtig, weil das ist auch wieder ein Link zum Gregor Lutz in der Folie. Das sind nicht die Ölscheichen, die da das Geld machen mit diesen Pellets. Natürlich hätten wir lieber, wenn es Schweizer Pellets wären, aber auch wenn es aus Deutschland, Frankreich, Österreich ist, dann ist das immer noch irgendwo ein Förster. Die Wege sind kurz und das ist kein Vergleich
zu den fossilen Energieträgern und den Distanzen, die sie müssen überwinden, bis sie bei uns in der Schweiz sind. Das ist immer auch noch ein gutes Argument, wenn man mal etwas dergleichen hört, wenn es um den Einsatz von Pellets geht. Und da einfach noch eine Übersicht. Pellets sind mega vielfältig einsetzbar. Also wie gesagt, das wäre jetzt oben das Öffeli, das wäre so, wie es in Italien hauptsächlich zum Einsatz kommt. Da kann man Sackware brauchen. Dann haben wir in Einfamilienhäusern haben wir Pelletheizungen, die man zum Teil auch mit Lagersystemen ganz custom-made Lösungen kann machen, also ganz, ganz kundenorientiert kann man sich da ausrichten. Oder dann gibt es Kaskadenlösungen für größere Anlagen oder dann gerade grosse Anlagen für die Industrie. Oder eben, warum wir heute alle da sind, die mobilen Pelletheizungen, die dann halt eben können aushelfen, wenn es wo Wärme gebraucht wird für einen begrenzten Zeitraum. Genau, das wäre es von meiner Seite. Dann gebe ich gerne weiter an den nächsten Referent. Danke vielmals, Martina. Mein Name ist Jonas Haller und ich bin da verantwortlich für den Betrieb und das Programm beim der Stiftung Klick. Jetzt seht ihr da die Slides. Ja, wunderbar. Und zwar stelle ich Ihnen unser mobile Heizungen-Förderprogramm vor. Was Sie sicher am meisten interessiert, ist ja, wie viel Geld bekommen wir denn eigentlich für so eine Heizung einsetzen. Und zwar, immer wenn Sie eine Heizung laufen, dann verbraucht die ja die Pellets und das wird nachher gefördert, also für den Verbrauch pro Kilo Brennstoff, kann man sagen. Und zwar wird für die Tonne eingespart die fossile CO2-Emissionen, weil wenn sie eine Pelletheizung einsetzen, dann wird ja nicht eine fossile Heizung eingesetzt. Und dadurch kann man sagen, es wird eigentlich das fossile CO2 wird eingespart und dann das biogene erneuerbare CO2 ausgestoßen. Und darum wird pro Tonne CO2 wird ausgezahlt. Und das entspricht ungefähr auch an einer Tonne Pellets. Und dann unterscheidet man nach dem, was schon der Herr Gregor Lutz gesagt hat, zwischen luftgeführten und wassergeführten Geräten. Das ist vor allem auch wichtig bei den Fördersätzen hier. Und bei diesen Fördersätzen ist es dann so, dass eigentlich die luftgeführten Geräte, das sind eben die, die direkt aus dem Verbrennen von diesen Pellets wird eigentlich gerade die Luft, also die Abluft, wird gerade gebraucht, um dann auch zu heizen. Also da jetzt kein Wasserspeicher zwischen. Wenn es jetzt aber einen Wasserspeicher hat oder wenn sogar das Wasser an sich nachher zirkuliert, dann ist das ein wassergeführtes Gerät und da kann dann von höheren Fördersätzen profitieren. Sie sehen 140 Franken pro Tonne CO2. Vielleicht wundert Sie sich jetzt auch, ja, was ist eigentlich das Klick? Also wie kommt das genau? Und zwar ist nämlich ein Instrument von der Schweizer Klimapolitik. Da hat es drei Akteure, der Bund, die Projekte, also Sie und die Stiftung Klick. Der Bund bewilligt Projekte. Wir betreiben das Programm und Sie bekommen das Geld, ganz einfach ausgedrückt. Und zwar fördern wir CO2-Reduktionen in der Schweiz und das wird finanziert durch Abgaben auf Benzin und Diesel. Das sind 1-2 Rappen pro Liter und jetzt in den letzten 8 Jahren ist 1 Milliarde Schweizer Franken da so ausgezahlt worden. Das ist durch bis jetzt sind bis mehr als 6 Millionen Tonnen CO2
fossile CO2 reduziert worden. Und jetzt in den nächsten 3 Jahren, in den nächsten 10 Jahren, da geht es darum, dass man eigentlich 3-mal mehr Tonnen CO2 noch einsparen will. Das heißt, das ist eben genau da, das ist eigentlich ihre Chance, weil jetzt müssen wir unbedingt mehr Projekte haben, mehr Projekte, die wir fördern können. Und das ist genau da, wo sie können die Chance packen und das Geld auch nachher überkommen. Genau. Und jetzt vielleicht fragen Sie sich ja, was für generell, also was für Projekte denn eigentlich da gefördert werden. Also Klick beschleunigt eigentlich die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Und zwar haben wir so eine Basis von Klimaschutzmaßnahmen, die in der Schweiz umgesetzt werden. Und das sind einerseits Sachen, die also gesetzlich vorgeschrieben sind vom Bund und von den Kantonen. Das ist eigentlich, kann man so sagen, schon unter Dach und Fach, das wird umgesetzt. Was jetzt dazu kommt, ist eigentlich alles oben dran, was nicht gemacht würde. Und das ist, was wir dann fördern. Und das ist auch der Bereich, wo eben die Pelletheizung drin ist, weil ja es nicht wirtschaftlich wäre, also es wäre teurer, jetzt eine Pelletheizung einzusetzen, wie eine Ölheizung. Aber mit unserem Förderprogramm kann man die Kosten wieder auf ein gleiches Preisniveau bringen, wie mit der Fossilheizung. Und zwar ist es jetzt das Programm Mobile Heizungen. Das ist Nummer eins von vielen Projekten, die wir fördern und Programme, die wir haben. Und zwar haben wir noch verschiedene Programme im Bereich Biotriebstoff, Verkehr, also Treibstoff, Bus, Straße auf Bahn, Nutzfahrzeuge und so. Reifendruck, das ist die Plattform Verkehr. Dann gibt es die Plattform Unternehmen, das ist Schweizer Holz, klimafreundliche Kälte, Abwasserreinigungsanlagen, Deponien und so. Das ist eben Unternehmungen. Und dann gibt es aber auch noch Gebäude, wo dann auch die mobile Heizung, das Programm mobile Heizungen, reinkommt. Da geht es viel um Wärme, um Heizen und um Warmwassersparen. Dann gibt es noch, da sehen Sie, Plattform Landwirtschaft. Also das ist dann mehr so Biogasanlagen und Milchkühe, wo man probiert, besser, weniger Methan da auszustoßen. Genau. Also Sie sehen, es hat ein sehr breites Spektrum und gerade im Bereich Wärme, wo ja interessant wäre, auch für Sie können Sie schauen, hat sicher noch das ein oder andere Programm, wo Sie vielleicht auch mal sich informieren darüber, zum Beispiel Wärmeverbünde oder Pelletheizungen unter 70 Kilowatt. Da gibt es interessante Sachen. Können Sie schauen auf unserer Homepage, die ist ständig aktualisiert und da sehen Sie auch die neuesten Programm. Wenn Sie jetzt an unserem Programm teilnehmen, ist es ganz einfach. Dann Sie einfach so ein Formular ausfüllen auf dem Internet und nachher ein paar Angaben dazugeben, was für ein Gerät Sie möchten kaufen und wie viel davon. Und dann klären wir ab, ob sich das eignet und stellen einen Vertrag aus. Bis 2030 ist das nachher gesichert. Das ist wirklich eine grossartige Sache, da haben Sie also einen Vertrag, der Ihnen garantiert, dass Sie Förderbeiträge bekommen bis zum Jahr 2030. Also für die nächsten 10 Jahre sind Sie da sicher, dann können Sie eine Investition tätigen und wissen, wohl, das verhebt, ich bekomme das Geld über. Und das ist eigentlich auch der grosse Vorteil, den Sie da haben, bekommen Sie einen Vertrag über. Und mit dem Vertrag können Sie nachher, wenn Sie das haben, und das ist unbedingt wichtig, dass Sie erst nach der Anmeldung, also dass Sie sich zuerst anmelden und nachher das Gerät kaufen, weil da schauen wir wichtig drauf, weil sonst können wir ja sagen, ja, das Gerät hat Sie sowieso gekauft, ob Sie jetzt sich das Geld von uns überkommen oder nicht. Aber, und darum ist es eben so,
mit unseren Beiträgen haben sie das ja dann gekauft und den Investitionsentscheid tätigt. Darum haben sie sich sehr stark gemeldet und nachher bestellt. Wenn sie dann die Geräte überkommen haben und die angeschaut haben, dass sie die Zähler, Brennstoffzähler und Betriebsstundenzähler fotografiert, dann können sie die Dokumente, die Fotos vom Gerät und von den Zählern zusammen mit der Rechnung als Nachweisdokumentation bei uns einreichen. Da bekommen sie wieder eine kurze Aufforderung dazu über. Ist eine kurze Sache und dann klären wir ab, ob das Gerät tatsächlich dann förderberechtigt ist. Und dann kann es eigentlich losgehen, dann können sie anfangen heizen. Und dann mit Stick heizen sie mal bis Ende Jahr und dann können sie die Verbrauchswert, also das ist eigentlich einfach, wie viele Stunden ist es gelaufen und wie viel Brennstoff haben sie verbraucht, beziehungsweise wie viel Wärme haben sie geliefert, also haben sie hergestellt, oder auch wie viel Pellets haben sie verbrannt. Die Daten brauchen wir und dann können wir ihnen die Förderbeiträge auszahlen. Jährlich bekommen sie das Geld nachher darüber. Ja, und so im Prinzip so läuft das, von der Anmeldung zum Einreichen bis nachher zur Auszahlung. Wenn Sie jetzt die Bauherr sind oder Bauherren kennen, können Sie dann auch sagen, dass man eben das bereits in der Bauausschreibung, wenn man Liegenschaften baut, kann reinschreiben, dass man also soll mit erneuerbaren Energien heizen, Bautrechnung, weil das ist nachher natürlich auch ein Vorteil, wenn man es verkauft oder vermietet, weil dann kann man sagen, dass die Liegenschaft auch während dem Bau von A bis Z erneuerbar beheizt worden ist. Auf dem Internet haben sie ja noch einen Beitragsrechner, was sie schon ausrechnen können, wie viel ihr Beitrag wird sein, ihr Förderbeitrag wird sein, was sie bekommen können. Ja, dann vielleicht ist es wichtig zu wissen, was sind die Teilnahmebedingungen an unserem Programm. Und zwar ist das einerseits, eben, wie ich schon gesagt habe, Anmelden vor der Bestellung und die Leistung vom einzelnen Gerät, also vom einzelnen Brenner, muss unter 250 Kilowatt liegen. Das ist noch so bis mindestens ein Jahr. Möglicherweise wird ab nächstes Jahr dann auch werden größere Anlagen förderbar sein. Da sind wir jetzt gerade ein neues Gesuch am Einreichen beim Bundesamt. Das ist also die Bedingung für die Anlage. Dann kommt es auch noch darauf an, wo es eingesetzt wird. Und zwar müssen die Geräte dürfen nur in der Schweiz eingesetzt werden, weil sonst kann man ja nicht sagen, dass wir eine Emissionsreduktion in der Schweiz tätigen haben. Und das ist ja genau das, wo die Bescheinigung dafür ist. Und es ist wichtig, dass sie nicht gesetzlich schon so verlangt worden ist. Da haben wir dann aber eine Information, wo in welchen Kantonen es gewisse Vorschriften gibt. Zum Beispiel in Basel sind gewisse Events dürfen nicht geheizt werden, müssen schon gesetzlich geheizt werden mit den erneuerbaren Heizungen. Oder auch in dem Kanton Bern, da ist es zum Teil vorgeschrieben, dass man die Bautrechnung mit erneuerbaren Energieträgern vornimmt. Und dann geht das natürlich nachher nicht mehr über die gesetzliche Vorschrift raus. Und darum ist es dann nicht förderbar durch uns. Unser Programm läuft schon seit 7 Jahren und wir haben in den letzten 2 Jahren etwa 8000 Tonnen, also je pro Jahr 8000 Tonnen CO2 eingespart.
Das heisst etwa 8'000 oder eben 7'000 Tonnen Pellets verbrennt. 20 Firmen haben wir da in unserem Programm teil. Das sind Bautrockner, Vermieter von Trocknungsanlagen zum grossen Teil, aber auch Dämmverbünde und ein paar Zirkus und so Showveranstalter, wo dann die Heizung mitnehmen. Zu ihren Einsatz. Das sind insgesamt 300 so Heizungen, so Anlagen, wo wir fördern. Genau. Zum Beispiel hat es da, wie schon der Gregor Lutz gesagt hat, letztes Jahr, also vor 2 Jahren, hat es Lauberhornrennen gegeben und dort sind 14 Pelletheizungen zur Beheizung von Festwirtschaften zum Einsatz gekommen und durch den Einsatz alleine haben 120 Tonnen CO2 können eingespart werden, was natürlich sehr eine gute Sache ist, auch für das Image von so einem Rennen. Da können Sie bei so Events also auch da teilnehmen, also auch Events können gefördert werden durch unser Programm. Ja, jetzt warten wir natürlich nur noch auf Ihre Anmeldung und es wäre super, wenn Sie sich noch, ich sehe ein paar von denen, die uns da zulassen, sind bei uns bereits im Programm dabei. Andere sind neue Namen, wo wir uns unbedingt wieder darauf freuen, wenn wir auch von Ihnen einen Antrag, eine Anmeldung wieder bekommen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die tolle Zusammenarbeit. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die uns stellen. Sie haben da meine Mailadresse, mobileheizungen@klick.ch und meine Telefonnummer. Jetzt bin ich am Ende von meiner Präsentation und gebe zurück an Olivia Guler, die das moderiert. Vielen Dank. Jetzt haben wir schauen, wenn ich da rauskomme aus dieser Präsentation. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber das wird eine kurze. Ah, da sind wir. So. Hast du gerade schon selber geschafft. Danke. Ja, jetzt sind wir ein Stündchen durch den Nachmittag und haben 3 sehr spannende Referate gelöst. Und was mir so geblieben ist, ist Wertschöpfung daheim behalten, Regionalität fördern, Holzspäne in Form von Pellets zu Energie verdichten, moderne Technologie nutzen und dann auch noch Finanzierungsmöglichkeiten finden. Das sind doch alles wunderbare Begriffe, wo man sich bei einem Waldspaziergang zum Beispiel am Wochenende kann überlegen. Jetzt habe ich gesehen, es hat gar keine Fragen gegeben. Vielleicht haben Sie die auch bis zum Schluss aufgespart. Also die Fragerunde wäre jetzt eröffnet. Sie dürfen doch gerne das Mikrofon jetzt einschalten. Wären noch Fragen offen? Okay. Dann sind wir froh, wenn wir alles haben können beantworten. Das ist sehr erfreulich. Dann weiter sicher auch, wenn Fragen auftauchen, wie wir schon vorher erwähnt haben, wir sind für Sie da und die Präsentation schicken wir Ihnen im Nachgang und dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Restnachmittag.